Das Gransbach eignet sich wunderbar als Ausgangspunkt für Joggingtouren. Dieser Film zeigt meine Joggingtouren während unseres viertägigen Herbsturlaubes dort. Am ersten Abend unternahm ich noch eine kurze Joggingtour während eines wunderschönen Sonnenuntergangs. Das Karwindelgebirge im Abendlicht. Am zweiten Tag liefen Gabi und ich zum Gransberg hoch und danach zum Farnsee und über Elmau wieder zurück. Der Gransbach und grad laufen wir zum Gransberg hoch. Jetzt wird's heftig. Hier erreichen wir den Gipfel des etwa 1390 Meter hohen Gransbergs, wovon man einen schönen Ausblick hat. Am Farnsee streiten sich Enten und Karpfen um das Futter, das ein Tourist ihnen zuwirft. Mau, hässlich, hässlich und hässlich. Am dritten Tag lief ich Richtung Hirscheck und Wannberg und über die Elmauer Alm zurück. Nur eine kleine Tour, aber auch eine schöne Tour. Von hier oben hat man einen tollen Blick. Elmau unter mir. Hier der Karwindel. Jetzt zieht Nebel rein. In etwa 1200 Meter Höhe, nachdem es vorhin mal runter ging. Boah, so die Passhöhe erreicht in etwa 1230 Meter Höhe. Die Elmauer Alm ist heute leider geschlossen. So, geht heute eine kleine, aber schöne Tour zu Ende. Das Wetter hat sich auch halbwegs gehalten.
Am vierten Tag unternahm ich meine 32 Kilometer lange Königstour zum Schachen. Es regnet gerade. So, jetzt bin ich auf dem Königsweg. Pilze über Pilze. Es wird schön. Da geht's ins Rheintal runter. Jetzt habe ich die Schneegrenze fast erreicht. In gut 1700 Meter Höhe. Vor mir das berühmte Königshaus Schachen, das König Ludwig II. Erbauen ließ. Der alten Garten, der ist aber schon geschlossen. Da jetzt eine ganze Gruppe kommt, glaube ich, lasse ich die Besichtigung sausen und gehe noch ein wenig die Meilerhütte hoch. Jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter Richtung Meilerhütte. Soweit es mir Spaß macht und soweit es mit dem Schnee hier geht. Wenn jetzt diese harte Bundeswehr nicht gekommen wäre, hätte ich es mal angeguckt. Aber die füllen die 30. Hier kann man ins Rheintal runterschauen. Da könnte man schon auch schön die Zugspitze sehen, wenn die Sicht heute besser wäre. Jetzt wird es immer mehr Schnee. Wir bald umkehren. Ja, da geht's hoch. 2030 Meter Höhe etwa. Gut 2050 Meter hoch und werde jetzt umkehren, weil mir das jetzt zu viel Schnee ist. Außerdem habe ich ja wieder ein ganzes Stück zurück. Seit 12, nein, das sind ja 16, 17 Kilometer wieder zurück. Ich will ja noch rechtzeitig zum Abendessen kommen. Ja, ist jetzt ein ganz schön holpriger Abstieg, aber dann wird es ja jetzt relativ gemütlich. So, nach 7 Stunden Laufspaß bin ich wieder im Granzbach.